Umweltalarm in Bergkamen in NRW. Aus einem Lastwagen im Bereich Rünte entweicht gelblicher Rauch. Die Bevölkerung wird über die Warn-App Nina gewarnt. Polizei und Feuerwehr fordern Anwohner auf, Fenster und Türen zu schließen. Es handelt sich um ein Gas, reizend, stechend, ätzend. Es handelt sich um ein Atemgift. Nach ersten Informationen soll es sich bei dem ausgetretenen Stoff um Salpetersäure handeln. Gegen 13.22 Uhr erreichte der Notruf eines Lkw-Fahrers die Leitstelle des Kreises Unna. Gemeldet wurde ein Schadstoffaustritt aus einem Fernlast-Lkw. Das Einatmen der Dämpfe kann zu Schäden im Atemtrakt führen und es kann zu einem lebensbedrohenden Lungenödem kommen. Symptome können bis zu 72 Stunden nach dem Kontakt auftreten. Die Feuerwehr beobachtet unterdessen die Lage. Drei Personen müssen nach ersten Angaben vom Rettungsdienst behandelt werden.